Ich bin gut drauf und ich schlaf gerne. Heute kein Sauflog, wir haben uns dagegen entschieden, wir wollen mal was anderes machen. Deswegen werden wir uns gleich erstmal eine Rode reingenehmigen, machen ganz entspannt eine schöne Straßenfrage. Worum geht's heute? Ums Thema, wie gerne gehen die Leute mal raus zum Spazieren oder sowas in die Richtung, Marc? Was Sie glauben, wie oft die Sonne in diesem Jahr noch in Minga scheinen wird. Sehr geil, da freue ich mich drauf. Ich möchte keine Werbung für Alkohol machen, aber dieses Spat, generell dieses Münchner Bier, diese Süße, die im Bier drin ist und dann auch gekühlt aus dem guten Mors. Warum schmeckt bayerisches Bier so gut? Ich verstehe es nicht. Ich sag dir mal, auf dem Oktoberfest eine schöne Maß zu trinken, das ist kein Saufkontakt. Das gehört ja zur Tradition, es ist ein gemeinschaftliches. Wir trinken jetzt ein Bier und dann hören wir auf. Weißt du, was wir machen? Ja, ich bin Marc, das ist meine erste Maß. Wir haben jetzt Spaten gekostet, frisch vom Fass. Wir können jetzt noch zu einem anderen Stand gehen und ein anderes Bier kosten und uns davon überzeugen, welches bayerische Bier ist denn das Beste? Ist das das Hakopsche? Nein, es ist das Hakopsche. Stand doch da gerade. Go! Yeah! Yeah! Let's go! Hey, warum schreien die mich alle an? Ja, wir müssen auch mal was Gutes tun. Wir haben Dings bekommen, Freefall Tower, da geht ja keiner rein. Freefall Tower. Ich und sonst Freefall Tower. Dankeschön. Können wir noch ein Bild machen? Ja, safe. Mein Name ist Nikolaus de Lazaridis. Und dies, das ist Paulane Hellis. Und ist meine zweite Maß. Reit Alexa. Servus Leute, bin zwar schon so voll, aber es ist erst meine zweite Maß. Männermodel! Ich kenne meine Frau, ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nicht rauszugehen. Das Haus am See. Oder wie wär's mit sowas wie? Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit. Thank you very much. Have a nice time. Wen haben wir denn da? Das Fragezeichen, sein Vater-Maskottchen. Und das ist natürlich passend zum Thema, denn ihr da draußen habt noch die Möglichkeit, eine Reise mit meiner Wenigkeit an die Playa de Palma zu gewinnen. Und zwar fliegen wir zusammen zum Megapark-Closing. Du kannst mitkommen, mit deiner Freundin, mit deinem besten Freund, wen auch immer du mitnehmen willst. Wir übernehmen die Kosten. Es geht los. Was müsst ihr dafür tun? Selbstverständlich. Fragezeichen, sein Vater folgen auf Instagram. Meiner Wenigkeit folgen auf Instagram. Den Kanal abonnieren und einen Kommentar schreiben. Warum willst du dabei sein? Schreib's jetzt rein, dann kommst du mit an die Playa. Ihr könnt auch mit auf die Bühne kommen. Wenn ihr Bock habt, hast du auch Bock? Ich hab richtig Bock. Ach, du kannst ja richtig geil reden. Ich kann sprechen. Alter, man hält das Ding einfach ans Fragezeichen. Und was kommt raus? Und was kommt raus? Also die Leute abonnieren, Fragezeichen seinen Vater folgen, mir folgen auf Instagram und dann habt ihr die Möglichkeit mit an die Playa de Palma zu fliegen. Let's go. Und es wird, glaube ich, ein unvergessliches Wochenende. Closing. Es sind wirklich sehr, sehr viele Leute dabei. Das kann ich schon sagen. Bist du dabei? Ich bin dabei. Ich glaube, ich sehe dich auch mit an der Playa. Auf gar keinen Fall. Hey, yo. Ein bisschen Sekt für die. Er kennt es nicht. Ich kenn's schon, aber Scheiße, ich Digga. Ey, in welcher Generation leben wir, Mann? Und ein von der Leinzie. Also, dass ihr wirklich noch im Megapark feiern wart, unterschreibt für mich einfach, was für Idioten ihr seid. Schreibt es rein. Ey, was haben wir bestellt jetzt? So eine Flasche? Ein kleines Prosecco Lorino? Ein kleines Grumont? Willst du uns vielleicht mal mehr von ihrem Mann in ihrem Leben erzählen? Also, die Franzi hat aktuell, darf ich das überhaupt sagen? Sie hat mehrere. Nein. Bisher, Fazit war es, Wiesne, ohne im Zelt richtig drin gewesen zu sein. Zelte auf der Wiesne sind schöner gemacht. Eins mit so einem Seitenturm oder hier mit Lakritze, mit Lebkuchen. Film mal rüber, Carsten, komm. Aber das Konzept von den Leuten bis zu dem, wie es im Zelt drin aussieht, 1:1 das gleiche. Wenn du noch nicht drinne warst, kannst du das ja nicht beurteilen. Ich ziehe dir nachher ein Fazit mit 5 Promille. I sent you a magma. I sent you a magma.
den besseren Tisch ausgesucht. Oh. Nein, das ist langweilig. Hier ist viel, viel schöner. Wenigstens ehrlich, oder? Oh mein Gott, Ehrlichkeit wird mal belohnt. Geil.